ich freue mich, dass du wieder mit dabei bist. Und heute gibt es nach längerer Zeit mal wieder eine physische Übung. Ich zeige dir, wie du dein Bein dehnen kannst, beziehungsweise deine Achillessehne. Ich habe diese Übung von einer Physiotherapeutin und ich wünsche dir jetzt viel Spaß. Ja, die Übung ist eigentlich ganz einfach. Du benötigst nur ein bisschen Platz. Du streckst die Arme in die Luft, wenn möglich. Und dann gehst du ganz tief runter und versuchst nach Möglichkeit, so weit runterzukommen, wie geht, in Richtung deiner Füße. Und das dehnt eben deine Achillessehne. Du gehst wieder hoch, dynamisch, und wieder runter. Und wieder hoch. Und wieder runter. Und das ist einfach ein wunderbares Training, um eben deine Achillessehne so gut wie möglich zu dehnen. Um dir die ganze Geschichte zu erschweren, kannst du auch zusätzlich zum Beispiel ein Buch unter deinen betroffenen Fuß legen, so, und dann dehnst du nochmal extra die Achillessehne beim Runtergehen. Ja, das ist die Übung. Eigentlich ganz einfach, oder? Aus eigener Erfahrung weiß ich inzwischen, dass Dehnen durchaus zwischendurch mal unangenehm sein kann, beziehungsweise manchmal auch schmerzen kann. Und um das zu verhindern, beziehungsweise um das einfach zu reduzieren, nutze ich Autosuggestion. Autosuggestionen, das sind Sätze, die wir uns immer und immer wieder vorsagen und die sich aufgrund dessen in unserem Gehirn einspeichern. Und du kannst Autosuggestionen zum Beispiel beim Dehnen insofern nutzen, als dass du jedes Mal sagst, wenn du deine Achillessehne zum Beispiel dehnst, meine Achillessehne ist geschmeidig und dehnbar. Oder auch, mein Bein ist geschmeidig und dehnbar. Mein Bein ist weich. Finde da den Satz, der für dich am besten passt und probier den Satz mehrfach hintereinander aus, während du eben deine Achillessehne ganz bewusst dehnst. Und was bei mir dabei passiert ist, dass ich auf einmal die Dehnung weniger spüre, dass mein Bein wirklich ein bisschen geschmeidiger ist und ich dadurch das Bein eben besser und einfacher und einfach schmerzfrei dehnen kann. Ja, mich würde jetzt natürlich interessieren, was passiert da bei dir, wenn du die Autosuggestionen ausprobierst? Schreib es gerne in die Kommentare, darüber freue ich mich sehr. Wie immer gilt, wenn du mental richtig aufgestellt bist, dann kannst du physisch so richtig durchstarten. Und dabei wünsche ich dir wie immer ganz, ganz viel Erfolg. Wir sehen uns, bis dahin, tschüss! Ach ja, Daumen nach oben, wenn dir das Video gefallen hat.